Ja, hallo, mein Name ist Oliver. Wir haben heute mal wieder ein bisschen was zu berichten für euch. Traumhaftes Wetter hier bei uns in München. Herrlichster Sonnenschein und es ist Zeit, uns wieder nach draußen zu begeben, um die ganzen tollen Sachen zu fotografieren, die wir erleben können. Und da ja nun gerade die tolle Wahl in Frankreich war, mit dem vermeintlich ja guten Ausgang, haben wir uns gedacht, nehmen wir heute mal ein Produkt aus Frankreich dazu, die weltberühmten Filter von Coquin. Ich habe also hier unsere Kamera mit dem tollen 24 mm, was super geeignet ist natürlich für Landschaftsaufnahmen. Und wie gesagt, das Coquin-System einfach mal erklären. Es ist nämlich kindereinfach. Also, man hat ein Objektiv mit einem Filterdurchmesser. Dazu gehört ein solcher Adapterring. Dieser Adapterring richtet sich logischerweise auch nach dem Durchmesser des Objektives und wird ganz einfach auf das Objektiv aufgeschraubt. Ist dann auch sehr fest. Dann kommt da wiederum drüber dieser ganz simpel gestaltete Filterhalter. Der wird einfach nur über den entsprechenden Adapterring drüber geschoben. So, und hält auch schon super fest. Ist auch beweglich. Ihr habt hier, das könnt ihr ganz gut sehen, insgesamt vier Nut-Teile. Das heißt also für insgesamt vier Filter, die möglich sind einzuschieben. Der ganz dünne hier hinten ist für sogenannte Rund- und Filter, die eben gedreht werden müssen, um ihren Effekt zu haben. Das sind Sternfilter, das ist natürlich an erster Stelle ein Polfilter. Und hier vorne eben dann für die ganz klassischen von damals Jean Coquin erfundenen Steckfilter. Ich habe auch davon logischerweise einen dabei in meiner kleinen süßen Tasche, die ich hier von Coquin habe, um die Teile auch immer schön einsatzbereit zu haben. Und dann macht man einfach Folgendes: Die werden hier eingeschoben, wie gesagt, in den Halter. Und man hat dann folgende Situation, dass man eben anders als bei einem runden Filter hier den Verlauf, wir haben jetzt hier einen Grauverlauf, in der Tiefe verändern kann. Das heißt, ich kann nochmal zusätzlich bestimmen, an welchem Punkt mein Verlauf beginnen soll und an welchem er aufhören soll. Und somit wird es extrem viel leichter, Kontraste auszugleichen. Also auch da nochmal, wir haben da oben einen tollen Wolkenhimmel, das Blau, hier unten eben grüne Wiese, mich, ich kann mich jetzt hier in den Schatten stellen und so weiter. Und dann kann man über dieses tolle Medium letzten Endes diese Kontraste, die ja da sind, wunderbar ausgleichen. Übrigens auch das ist ja nicht ganz unwichtig für Landschaftsfotografen, natürlich auch im Querformat. Das heißt, ob ihr von links nach rechts die Verläufe zeigen wollt oder umgekehrt von rechts nach links oder schräg, das ist ganz eurer eigenen Kreativität überlassen. Weswegen übrigens, wenn wir noch mal einmal ganz kurz einen Blick drauf werfen, das Ganze auch Kreativfiltersystem heißt. So sehen die Verpackungen aus. Wir haben hier ein Gradual ND-Filter-Kit und da sind eben gleich drei solcher Filter drin und dann eben auch der Filterhalter. Und dann muss man eigentlich nur noch den Adapter dazu erwerben und wenn man mag, eben so eine Tasche, damit die Sachen auch möglichst leicht und gut aufbewahrt sind. So, und weil das Wetter so toll ist, werde ich jetzt mal weiter fotografieren gehen und noch ein paar andere Filter nehmen. Und beim nächsten Mal zeigen wir euch die ganzen tollen, unglaublichen Neuheiten, die Coquin auch noch an Bord hat. Bis denn, tschüss!